So ihr Lieben, wir sind heute auf der Anuga, wie versprochen, der weltgrößten Foodmesse der Welt. Ihr seht es hier hinten, das ist immer ein schöner Satz, der weltgrößte Foodmesse der Welt. Das ist ja die weltgrößte. Ja, wir sind heute Tag 1. Ich laufe für euch drüber, wir werden uns von hinten nach vorne durcharbeiten. Wir haben 11 Messehallen, davon sind manche Messehallen sogar doppelt. Also die haben dann unten drunter auch nochmal eine Ebene. Also sage ich mal so 15 Messehallen. Ich werde mich von hinten durcharbeiten. Das heißt also, wir fangen glaube ich bei Vegan und Käse relativ an. Mal gucken, was ich noch so drauf kriege. Ihr bekommt aber bei mir noch einen zweiten Part. Also ihr werdet hier nicht alles in einem Video sehen. Also wundert euch nicht, das Video ist nicht nur so kurz oder so lang. Es ist länger. Wir werden dann morgen in die Süßwarenabteilung abdriften. Hier gibt es ein paar Süßwaren, nicht so groß wie sonst. Und eventuell im dritten oder vierten Part, das weiß ich erst, wenn ich es gedreht habe, gibt es dann noch vegane Fleischalternativen und noch ein paar andere vegane Produkte. Also es ist einiges mit vegan dieses Mal, auch viel Fleisch. Wir gucken mal, was ich für euch finde. Also zwei Parts werden es auf jeden Fall, vielleicht sogar drei Parts. Seid gespannt. Wir gehen jetzt auf die Anuga und natürlich Corona-konform. So ihr Lieben, wir sind gerade beim Anuga Showtaste oder Innovationstaste. Hier sind alle Produkte ausgestellt, die so auf der Messe so ja, den besten Eindruck für eine Fachjury gemacht haben. Ja, und die zeige ich euch jetzt mal. Darum gibt es nochmal einen kleinen Cut und dann gehen wir mal die Vitrinen hier alle durch. Ja, und bin mal gespannt, wie euch die Produkte gefallen. Ich fand zwei, drei ganz cool. Ein paar kennen wir aber auch schon. Naja, aber jetzt geht's in den Showcase. Ja, und hier fangen wir an. Und das sind die Produkte aus den Top 10 Kategorien. Hier haben wir einmal, jetzt sehen wir mal, Kaffeekapseln, die verwertbar sind. Das gibt es eigentlich auch in Deutschland schon. Hier seht ihr nochmal ein paar Infos dazu. Findet ihr zum Beispiel bei Rewe und Co. schon von anderen Marken. Gibt es auch von den großen Herstellern. Das könnte für einige von euch was sein. Das sind Rote Beete Snacks. Ihr wisst, ich bin nicht der große Rote Beete Fan, aber wir können mal ein bisschen näher rangehen. Ja, so sehen die aus. In der Packung sehen sie irgendwie ein bisschen, ich denke mal, die sind ein bisschen verblasst. Hier könnt ihr das noch ein bisschen besser sehen. Ja, die kommen sogar aus Deutschland von Frostkrone. Also werden wir, denke ich mal, in nächster Zeit dann auch sehen. Dann gibt es hier noch Lachs Jerky. Also wie wir es kennen, Beef Jerky nur als Lachs. Zusätzlich haben wir dann hier noch, das kann ich jetzt gerade gar nicht entziffern, da muss ich gerade selber gucken, das muss irgendein Gemüsemix sein. Aber hier habt ihr die paar Infos. Ja, dann Jackfruit Veggie Balls. Die Jackfruit-Produkte findet ihr bei Rewe aktuell schon. Da gibt es ja den Burger und Co. Und jetzt wird es diese kleinen Bällchen geben. Leider ist das Licht hier an der Stelle ein bisschen dunkel. Ich versuche es mal von der Seite aufzunehmen. Aber ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen besser gleich sehen. Ja, und das sind schon mal auf dieser Seite die richtigen Produkte. Wir gehen mal direkt rüber zu den anderen Top 10 Produkten. Weil ihr seht, das sind noch so ein paar Vitrinchen. Also wir haben jetzt ein paar Sekunden länger. Ja, und gucken mal, was noch in den Top 10 drin ist. Der 3 sind Kammmuscheln in Knusperschale. Ja, das sind also, oh Gott, die sind hier gar nicht drauf. Ich dachte, die sind hier ausgestellt. Ja, die kann man sich jetzt auch wohl in nächster Zeit holen. Ist auch in Deutsch geschrieben, das wird also auch ein deutsches Produkt. Hier haben wir Bio-Veggie-Happies, Beete, oh Gott, Gemüseriegel mit Betrobe, was ist denn Betrobe? Scheint eine neue Bärensorte zu sein. Also hier könnt ihr noch mal ein paar Infos sehen, wenn ihr auch Pause drücken wollt. Und dann haben wir hier noch einen Frozen Pesto Tropfen. Das habe ich glaube ich schon mal bei Kaufland gesehen. Also gefrorenes Pesto, einfach in Würfelform gepresst. Und dann haben wir hier Oliven. Es muss irgendwas mit Oliven sein. Amorisierte Oliven in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also Oliven, die nochmal mit Geschmack versetzt sind. Und als letztes Produkt in den Top 10 ein Lagerbier. Ja, bei Bier bin ich jetzt ja nicht so gerade so der beste Ansprechpartner für euch, das wisst ihr ja. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Top 10 Produkte. Jetzt gucken wir uns die normalen Produkte natürlich nochmal an. So haben wir hier einen Traubensaft, würde ich jetzt mal sagen. Erfrischend, reife Trauben. Dann gibt es hier rote Beete-Tortillas. Das habe ich in letzter Zeit schon öfters gesehen. Jetzt stehe ich euch ein bisschen im Licht. Das wird gerade Mode auch in Deutschland. Ihr seht das auch hier so innen drin. Wenn ich da ein bisschen rangehe, seht ihr auch die Farbe. Die werden also mit Farbe nochmal versetzt, aber sollen auch ein bisschen intensiver dadurch schmecken. Hier haben wir nochmal normale Oliven, wie wir es kennen. Das wird jetzt, glaube ich, keine große Errungenschaft sein. Was haben wir hier auf dem Text draufstehen?
Achso, weil es in einer kompletten Papierverpackung ist. Das ist natürlich wieder cool. Dann eine Ajia Bowl oder Acai Bowl. Das kennen ja auch schon sehr, sehr viele. Das ist ja, ja ein Produkt, was es, glaube ich, auch sogar bei Rewe gibt. Ihr wisst, ich kaufe hier viel bei Rewe ein. Darum kenne ich einige Produkte von anderen Produkten schon. Hier haben wir ein Shake it to be happy. Shake it to be happy. Ihr habt da ein paar Infos draufstehen. Fruchtanteil mit Hanf, Hopfen, Aprikose, Grapefruit, Melisse, Ingwer kombiniert mit echten Hanfpulver. Boah. Mal gucken, ne? Hier geht's weiter. Das Produkt kenne ich schon, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Aber glaube ich nicht in dieser Protein-Balls-Version. Also ihr könnt euch hier eine Fertigmischung nehmen, mit denen ihr diese fertigen Proteinbällchen machen könnt. Hier ist dann diese Fertigmischung wohl so ein bisschen drin. Das werde ich, denke ich, auch nochmal richtig live sehen. Dann haben wir hier noch eine Smoothie Bowl in zwei verschiedenen Versionen, oder ne, drei verschiedenen Versionen. Die könnt ihr dann hier nochmal sehen mit ein paar Infos. Und Jack Daniels hat auch mal wieder Soßen dabei, obwohl es die, glaube ich, bei uns ja, glaube ich, schon gibt, nur in anderen Flaschen. Ja, dann haben wir hier Grilled Pork Sausage, also gegrillte Schweinebratwurst. In einer besonderen Form. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich lese hier gerade nochmal drauf. Auf Holzglut vorgegrillt. Ja, mal gucken, ob ich das live finde. Und dann gehen wir rüber zur nächsten Seite. Was haben wir hier? Protein-Flavor-Chips. Also Protein-Chips, die mit aus Käse sind oder mit Käse. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich gucke jetzt einmal ganz kurz. Hier haben wir den Text draufstehen. Ach, mit veganen Käse. Solche Sachen siehst du erst, wenn du genauer dich drauf konzentrierst. Mal gucken. Vielleicht kann man da vielleicht mal eine Probe mitnehmen. Hier auch noch ein bisschen was Veganes. Plant Meat oder Plant Based Tikka Masala. Gibt es, glaube ich, auch noch nicht. Habe ich in Deutschland jedenfalls noch nicht gesehen. Natürlich, die Gerichte werden immer mehr. Ich gehe euch mal wieder ein bisschen ran. Dann habt ihr wieder ein paar extra Infos. Dann noch Super Soda. Super Soda. Verspricht uns kein Bullshit. Ihr habt da den Text einmal draufstehen mit natürlichen Zutaten. Aber auch Hanf scheint dieses Jahr wirklich ein großes Thema jetzt zu sein auf der Messe. Dann haben wir hier noch den Green White. Das ist ein veganer Mozzarella, sage ich schon. Ein veganer, wer ist das denn? Camembert. Ein veganer Camembert. Das wird jetzt auch dieses Jahr oder nächstes Jahr öfters kommen. Das haben schon einige Firmen jetzt angekündigt. Ja. Dann gehen wir mal weiter rum, oder ich gehe mal anders rum, da können die beiden Leute auf der anderen Seite noch ein bisschen schauen. Dann gibt es hier noch die Stay Strong Milch, die habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Die gibt es auch schon ein bisschen länger von der Marke. Hat jetzt nur ein Relay Lunch bekommen, die bekommt ihr aktuell bei Kaufland. Da könnt ihr euch die auf jeden Fall holen. Und dann haben wir hier noch Zer Honig. Das müsste auch ein veganer Honig sein. Das gibt es auch in Deutschland schon von einigen Firmen. Das heißt es dann... Ah, ich habe gerade die Marke vergessen. Wenn, blende ich sie euch einfach im Video ein. Mal gucken, was diese Marke kann. Veganer Honig ist meistens eigentlich nur Zucker und Tapioca. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und dann gibt es hier die Camembert Donuts. Die kenne ich schon. Die habe ich schon vor anderthalb Jahren mal probiert. Von Alpenhain. Die haben auch noch ein interessantes Produkt auf der Messe, finde ich. Nämlich angeblich Käsekuchenbällchen. Da bin ich noch gespannt drauf. Die muss ich noch finden. Halle 10.1. Das muss ich mir merken. Hier haben wir noch bunte Gemüsepommes. Würden das sein? Denke ich mal. Ja, das sind farbige mit Süßkartoffel. Also verschiedene Pommesarten, die einfach farblich dann da sind. Und dann Kaffee mit Kollagen drin. Okay, warum braucht man Kaffee mit Kollagen? Wird man schöner? Wir gucken mal. Ja, hier drüben haben wir vegane Fischstäbchen. Das kennen wir ja auch schon, das kommt ja immer wieder. Natürlich ist es interessant, wie die Firmen das anders darstellen. Ihr könnt da noch mal ein bisschen was vom Text lesen. Aus Amerika, ob das dann nach Deutschland kommt, ist meistens unwahrscheinlich. Hier gibt es noch Ananas-Cupcakes, also diese kleinen hier, mit einer Haube drauf, mit Hanf und Ananas und Hafer. Ich dachte, ich habe hier gerade Hanf gelesen. Nein, zum Glück nicht. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Dann, was haben wir hier? Eine Pilzauswahl, also verschiedene Pilze, so wie ihr sie hier seht. Und dann, ja,
Mushroom Chips, also Pilzchips. Mal gucken, was das kann. Ich liebe ja Pilze, aber als Chips kann ich mir das jetzt gerade nicht so vorstellen. Hier gibt es noch ein paar Desserts. Dann Trüffelblasen? Trüffelblasen. Was sind denn Trüffelblasen? Das ist eine Kugel aus Trüffel, bedeckt von einer Membran aus Algen. Okay. Auf der Rückseite seht ihr schon, veganes Kartoffelpüree. Das gibt es aber in Deutschland auch schon. Das scheint aber eine Fertigmischung zu sein. Also ich denke mal, hier wird ein getrocknetes Pflanzenpulver mit eingesetzt sein. Also Engelpüree. Aber es ist auch eine deutsche Firma, wie ihr schon seht, vom Namen. Hier kann ich euch noch ein paar Infos geben, falls das für euch direkt interessant ist. Merkt euch die Firma. Dann haben wir daneben noch einen veganen Mandelella, also ein Mozzarella wieder, aber diesmal wohl in der richtigen Form, so wie wir das auch kennen, in dieser Kugel. Und nicht in diesem Schlauch, so wie es uns aktuell angeboten wird. Dann haben wir hier noch die, schon mal rüber, irgendwelche Bites. Da kann ich jetzt aber gerade wirklich nicht viel mit anfangen. Das sind, achso, die sind aus dem 3D-Drucker. Das sind also Bio-Snacks aus dem 3D-Drucker. Dann schauen wir uns die nächsten Sachen noch an. Hier haben wir ein Schokoladen-Haselnuss-Dessert. Ich gucke nochmal ganz kurz, ist es vielleicht vegan? Ja, es ist pflanzlich, steht auf jeden Fall auf dem Zettel. Aber das ist auch schon mal eine gute Info. Das sind irgendwelche Immun-Anti-Aging-Wassertropfen. Ja, also das sind so Sachen, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Braucht man das? Ist das wirklich so interessant? Wir gehen jetzt mal rüber zu der nächsten Seite und dann sind wir schon wieder fast da vorne. Also wisst ihr, hier verlieren wir die meiste Zeit, aber ihr hattet letztes Mal auf der ISM auch gesagt, hey, ihr möchtet das gerne, dass ich mir hier mehr Zeit nehme, weil ihr die Sachen gerne sehen wollt. Und für mich ist es natürlich auch praktisch, es spart natürlich auch sehr, sehr viel Zeit. Was haben wir hier? Es sind Soul Fresh. Ein Lifestyle-Getränk in verschiedenen Richtungen. Dann haben wir hier Safran-Pistazien-Eis. Das ist natürlich jetzt nicht hier drin, das soll jetzt nur so ein bisschen dargestellt werden. Hier seht ihr das nochmal. Aber ein Safran-Eis, obwohl, denke ich mal, Safran hier nur eingesetzt wurde, um die Farbe reinzubringen. Den Geschmack von Safran, weil sonst wird es auch ein bisschen teuer am Ende. Hier gibt es, das ist nur eine Deko, keine Sorge, hier ist kein richtiges Fleisch drin. Halbes Kaninchen am Bein. Ja, aber es ist natürlich ein bunter Mix. Das muss natürlich hier für alle was da sein. Wir können jetzt hier nicht nur den deutschen Geschmack treffen. Das merke ich auch schon beim Rumlaufen die ganze Zeit auf der Messe, dass hier auch sehr, sehr viel ist, was überhaupt nicht in Deutschland passieren wird. Hier eine vegane Pizza. Handgemacht in Berlin, ist also eine Berliner Marke. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Die werdet ihr vielleicht bald im Supermarkt finden. Hier noch ein paar Infos dazu. Das freut mich doch immer, wenn ich was Deutsches sehe. Auch in Halle 4.1, da war ich aber überall noch nicht. Dann haben wir hier nochmal wieder ein Getränk. Flüssige Spirulina-Alge wird das sein. Ja, flüssige also Algen. Ich komme gerade nicht drauf. Aber ja, wenn das für euch interessant ist, Liquid Spirulina. So, dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Hier haben wir Blumenkohl-Wings. Also ich weiß nicht, ob es an Chicken Wings angelehnt werden soll. Ich mache mal kurz ein bisschen näher ran. Ich lese auch mal den Text mit. Verfassung, Menschen, Tiefkühlkosten. Ja, also könnte. Für einen Airfryer ist es auch gedacht. Also wenn ich es mal finde, werde ich es mal probieren. Ist eine deutsche Firma. Nee, kommt aus Finnland. Ist aber, dachte, ist ein deutsches Produkt. Hier haben wir weiße Schokolade mit Pistazien. Aber das scheint keine Schokolade zu sein. Das scheint irgendwelche Tartuffos. Genau, das ist ein kleines Küchlein mit Pistazien. Und drin nochmal einen flüssigen Herz. Aber aus Italien. Unwahrscheinlich für uns. Bio-Vigo-Kurkuma-Shots. Ja, also wenn ihr Kurkuma mögt, wird es da irgendwelche Shots geben. Kommt aus Polen. Dann gibt es hier noch den Kaffee. San Marcos, 100%iger Kaffee. Für den einen oder anderen vielleicht interessant. Für mich ist ein Produkt, wo ich mich nicht länger mit aufhalten werde. Das Interessante ist wohl dieser Kaffeebeutel, der da drin ist, wie ihr seht. Dass ihr den da reinschütten könnt, also wie also Instant-Kaffee, nur auf eine andere Art und Weise. Und so könnt ihr es auch besser entsorgen oder rausnehmen. Hier haben wir dann einen Honig mit
Taurin und Preiselbeeren. Also ein High-Energy-Honig. Das Energy-Thema hatten wir ja schon mit Pudding und wo das jetzt überall drin ist. Ob ich jetzt im Honig noch Energy brauche, das ist wieder so eine andere Geschichte. Ja, dann gibt es da drüben Käse. Der Cow-Fetti-Cheese. Der Cow-Fetti-Cheese. Mal gucken, was hier drin ist. Ein farmfroher Käse. Ein Hauch rauchigen Aroma. Wäre natürlich interessant, ob der innen drin auch so farbig ist oder ob der nur außen so farbig sein soll. Wenn ich den sehe, mache ich nochmal eine einzelne Szene und klemme die euch hier hinter. Dann gibt es hier veganen Fisch aus Erbsen. Also Erbsenfisch müsste das sein, wenn ich das richtig verstehe. Ein Fischsalat aus Gemüse, ja, mit Kichererbsen, Linsen, roten Paprika, getrockneten. Also die wollen uns dann hier ein bisschen den Thunfisch kopieren. Und dann haben wir hier nochmal eine Müsli-Mischung, müsste das sein. Wainroot Overnight Müsli. Also könnt ihr dann einweichen. Ich gehe euch mal ein bisschen aus dem Licht. So sieht die gute Mischung aus. Also ich glaube nicht, dass die großen Datteln damit drin sind, aber ja. Kommt aus Latvia, aus Lettland müsste das sein. Und dann haben wir hier kleine Pastita Natas. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Hier haben wir wieder ein Kurkuma. Nee, Hakuma. Was ist denn Hakuma? Grüner Tee. Also ein grünes Teeprodukt. Ist im Fokus der Konzentration und Co. Ja. Dann schauen wir uns die fast letzten, glaube ich, 15 Produkte an. Und dann sind wir hier schon durch an dem Stand. Hier haben wir einen Burger auf jeden Fall. Aber und was ist an dem besonders? Verkleinertes Entrecot-Filet. Oh, das ist natürlich teuer. Aber möchte ich ein gutes Entrecot zerkleinern und dann das Burger essen? Natürlich, die Frage ist, wie schmeckt am Ende? Aber erstmal tut es ein bisschen weh. Wenn man Fleisch mal isst, also ein Entrecot zu häckseln, ist schon ein bisschen hart. Hier haben wir Native Food, was ist das? Auch wieder ein Acai-Sorbet, also ein Eis soll das sein. Hier haben wir Kaffee-Kakao-Nips im Spender, also Kaffee-Kakao in einen Wirtsspender, so dass ihr den über eure Sachen drüber streuen könnt. Porridge-Creme zum Co. Kommt aus Österreich. Dann gibt es hier wieder was mit Hanf, leider, oder Hanf. Ich sage ja immer Hanf, ich haue immer ein pH da mit rein, obwohl das nicht dabei sein soll. Ja. Aus Slowenien. Also ich weiß nicht, ob man diesen Trend, also dieser Hanf drin ist wirklich sowas, hier ist auch wieder ein Gin mit Hanf. Also ich weiß nicht, warum dieser Trend sich so extrem hält, weil es ist, in manchen Produkten finde ich das ja wirklich okay, aber manche machen das wirklich, glaube ich, rein, um natürlich auch den Umsatz mitzunehmen, weil manche sich dann wirklich denken, hey, geil, da ist Cannabis oder so drin. Was es ja nicht ist, es ist ja wirklich nur die Hanfpflanze. Was haben wir drüben? Leone, Live Drops. Das sind kleine Erdnussbutter-Drops mit Milchschokolade, weißer Schokolade und Dark Chocolate. Leone ist auch hier direkt um die Ecke. Da könnt ihr jetzt einmal sehen in der Verpackung. Leone ist auch direkt da. Also zu dem könnte ich auch direkt rübergehen. Gucke ich mir gleich mal an. Und dann haben wir hier Meat Bar Natural Horse. Okay, das wird einigen, glaube ich, nicht gefallen. Also es ist also wirklich eine Fleischwurst, würde ich jetzt mal tippen. Oder nee, es ist wirklich so ein Fleischriegel, so ein getrockneter. Aus Pferdefleisch. Das ist, glaube ich, kein Produkt, was aus Deutschland kommt. Also wenn ihr darauf mal Bock habt. Was haben wir hier noch? Natural Factory Healthy. Das scheint eine gesunde Schokolade zu sein aus Russland. Handgemachte Schokolade mit Kakaobohnen und Co. Was haben wir hier noch? Brutal Tacos. Design finde ich immer gut. Fällt auf, wenn du das im Supermarktregal siehst. Das ist hier die Besonderheit. Ein Meatless Farm Komplettgericht. Also scheint ein komplett veganer Taco zu sein, wo alles schon drin ist. Kommt aus den Niederlanden. Könnte, glaube ich aber nicht. Da müssen wir, glaube ich, mal zu Albert Heijn oder so fahren. Oder Jumbo und wie sie alle heißen. Hier haben wir noch ein bisschen Wein. Ja. Und jetzt kommen wir auf die letzten Produkte. Und dann sind wir hier mit den Szenen schon mal durch. Was haben wir hier? Den Giant Beißer. Das ist dieses dicke Bällchen da. Achso, das ist wirklich schon ein Giant. Der hat auch einen Preis abgeräumt von den Käsemachern aus Österreich, Giant Beißer an der Mediterrane. Ja, das ist schon mal eine Ansage, das Teil. Ein Produktchampion, aber es ist riesig. Also wenn ihr die Cherry-Tomate nehmen seht, seht ihr, wie groß das Ding ist.
Hier haben wir noch von Krags, das ist ja die deutsche Firma, Kichererbsen-Falafel. Das sind also diese Dinger hier. So, da habt ihr die Infos grob gesehen. Dann kommt das vorletzte Produkt, Kräuterstäbchen. Das sind also wirklich Stäbe. Ich gehe hier nochmal ein bisschen aus dem Licht, wo ihr seht, dass die Kräuter darum gemacht sind. Das wird, denke ich, mal Tee sein. Würde ich jetzt mal tippen, ja, Teestäbchen. Aber auch richtig Kräuter-Teestäbchen, nicht irgendwie mit ganz viel Zucker noch dran. Und als letztes Produkt seid ihr noch Weekly, laktosefrei, vegan. Scheint also ein deutsches Produkt zu sein. Was haben wir hier? Smoothies auf Reisbasis. Ja. Und dann habt ihr die jetzt alle schon gesehen. Wir haben jetzt fast 20 Minuten an den innovativsten Produkten der Messe uns aufgehalten. Und jetzt schauen wir mal, was die Messe noch so bringt. Und hier seht ihr nochmal von Lione Eiscreme-Riegel. Ihr seht mit Karamell und Energy. Also irgendwann ist kein Energy drin. Ich habe die Zutaten schon gelesen. Dann gibt es hier noch Blueberry Bars, Mini Bars. Hier oben gibt es noch einen mit Haselnuss alleine. Und dann gibt es hier hinten nochmal einen Peanut. Ja, das sind diese Bars, die ihr auch schon kennt von Lione. Lione hatte ich euch ja mal gezeigt. Das sind die mit dem leckeren Eis, mit dem Roseneis. Die Riegel haben auch schon eine deutsche Beschreibung. Die könnten also mal nach Deutschland kommen, wenn wir Glück haben. Und diese Alive Drops, die habe ich sogar mitbekommen. Die haben aber leider keine deutsche Beschreibung. Die werde ich mir vielleicht mal einzeln dann testen. Aber die werden, glaube ich, in Deutschland nicht so schnell auftauchen. Aber wie gesagt, hier ist die Chance hoch. Ich werde mal Lione kontaktieren. Vielleicht können wir ja wieder einen Test machen. Ja, und da seht ihr auch nochmal das Roseneis. Das kennen wir auf jeden Fall noch. Und ich sage jetzt mal, wir gehen weiter zum nächsten Stand. Ja, ihr Lieben, hier gibt es auch ganz viele Gebäcke natürlich auf so einer Messe, wie jetzt hier von Pauline, in allen möglichen Sachen. Aber eine Sache ist mir direkt ins Auge gestochen, was vielleicht jetzt nicht das vom Optischen erstmal leckerste aussieht, wie auch Macarons und so gehen ja immer. Aber hier gibt es auch von Baileys, Profiteroles mit Baileys, mit Latte Macchiato Geschmack, einmal Sorted Karamell Geschmack. Und auch noch Macarons mit Kaffee und Schokolade. Ja, und sonst kennen wir die ja schon. Die habt ihr, glaube ich, schon mal bei Famila und so gesehen, die Poppies-Produkte. Also ist die Chance vielleicht ganz hoch, dass sowas auch mal in Deutschland auftaucht. Hier seht ihr gerade was von Dr. Manhas Daily Vegan. Also ein bisschen vegane Produkte für euch. Und da habe ich gerade auch ein bisschen probiert. So gibt es den Creamy White, das ist der Standardkäse, den kennen wir ja schon. Dann auch noch ein paar andere. Hatte ich gerade schon probiert, ist okay. Versucht keine Käse zu kopieren, sondern versucht was Eigenes zu sein. Gibt es aber auch nochmal mit Kräutern drumherum. Und ich kann euch sagen, mit Kräutern ist das schon sehr, sehr geil. Hier gibt es noch Frischkäse. Den kann ich gerade noch nicht probieren, vielleicht die Tage nochmal. Und unten drunter habt ihr dann noch die ganzen Getränke. Und da kann ich euch sagen, einen Parmesanersatz, den habe ich gerade schon mal probiert mit Cashews. Der ist echt sehr, sehr gut. Also der hat wirklich dieses typische Parmesanaroma. Hat dazu halt noch ein bisschen diesen leichten Cashew, natürlich durch den Crunch, könnt ihr auch woanders übergeben, aber der ist echt sehr, sehr gut. Die Marke versucht jetzt auch in die Supermärkte zu kommen, haben aber auch einen Online-Shop. Hier seht ihr auch nochmal die Sachen und hier könnt ihr auch nochmal den Käse sehen. Ich filme euch mal von oben rein. Da seht ihr auch die Käseprodukte. Ja, das sind sie auf jeden Fall und ich kann euch hier nochmal ein bisschen näher rangehen. Where are you from? Da seht ihr es auch nochmal. Und die sind echt sehr, sehr gut gelungen. Schaut sie euch auf jeden Fall mal an von Daily Vegan von Dr. Mandel. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Lieben, und ich bin hier bei Schokomel. Die haben eigentlich nichts Neues für euch, also die leckeren Schokomel-Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Schokomel getrunken habt. Das geht immer. Aber ich habe gerade bei Valess ein bisschen was probieren dürfen, weil die gehören ja dazu oder gehören mit zur Campina-Gruppe oder Friedland Campina. Und die haben jetzt einen Beef Burger. Den habe ich gerade probiert und der ist echt erstaunlich gut. Schmeckt aber nicht direkt nach Beef, sondern ein bisschen anders. Aber die Konsistenz ist sehr, sehr gut, aber nur vegetarisch. Und hier gibt es noch die Italian Chicken Style Chunks. Habe ich gerade probiert mit Pasta zusammen, haben sie für mich gemacht. Sehr, sehr gut. Gibt es auch noch mit Asia angehaucht, plus natürlich die Standardprodukte. Diese werden mit Italian und Asia Style auch nach Deutschland kommen. Den Beef Burger gibt es noch kein Startdatum. Das wurde mir schon gesagt. Sie hoffen, dass es nächstes Jahr klappt. Oh, aber das war ein bisschen was von Campina und Valess.
Ich gehe weiter und habe mir gerade erstmal wirklich ein bisschen eine Wand vollgeschlagen. Ich bin ein bisschen satt, obwohl ich noch ein bisschen laufen muss, denn wir sind erst in der dritten Halle von, ich glaube, 20 sind wir gar nicht. Von 8. Warum komme ich denn um 20? Naja, ich laufe mal ein bisschen weiter. Hier gibt es noch einige andere Firmen, wie ihr seht. Ich kann die Kamera auch mal kurz mit anlassen. Ist vielleicht für euch auch nochmal interessant, dass man das so ein bisschen sieht. Es ist sehr, sehr ruhig heute, muss man sagen. Also es ist schön, auf so einer Messe zu sein, wo nicht so viel los ist. Weil sonst ist die Anuga weitaus voller. Aber heute und aufgrund Corona merkt man wirklich, dass es hier weitaus ruhiger ist. Aber ihr seht ja mal so ein bisschen diesen Messealltag. Ich nehme euch einfach hier ein bisschen mit. Und wenn ich was Spezielles sehe, aber ihr seht halt, überall kann man halt auch was probieren. Das ist halt das Besondere natürlich an so einer Messe. Ich suche auch noch 2-3 Stände in dieser Käseabteilung, müssten auch noch in der Firma auftauchen, wo ich unbedingt hin möchte. Nämlich die mit den Käsebällchen, also mit den Cheesecake-Bällchen. Aber die habe ich noch nicht gefunden. Hinten kommt auf jeden Fall Milka und Oreo Snack. Aber die haben auch keine Neuheit mit, die präsentieren einfach ihre bekannten Snacks. Aber ihr seht ja mal, wie das auf so einer Messe abläuft. Ihr lauft halt einfach rum. Ganz viele Gänge, ganz viele Hallen. Über 4000 Aussteller sind heute hier, die halt ihre Produkte zeigen, was es denn so gibt. Hier seht ihr auch wieder so ein paar süße Sachen. Vieles kannst du dann noch mitnehmen und probieren. Ach, guck mal hier. Den kennt ihr, glaube ich. Oh, die kennt ihr, glaube ich, die 2 Personen. Hallo. Oh Gott, die Welt ist klein. Ja, hallo. Du bist live drauf. So, und jetzt sind wir gerade bei Almheim. Und hier unten gibt es Cheesecake Balls. Ja, die habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Die gibt es in der Sorte Karamell und in der Sorte Marillenfüllung. Und die habe ich gerade schon probiert. Und ich kann euch sagen, sehr, sehr lecker. Karamell, wisst ihr ja, bei mir ist nicht immer ganz meins. Aber Marille, schon geil. Hier seht ihr das auch nochmal. Und dann gibt es auch noch die Donuts. Und hier oben gibt es noch die Gouda-Bären, die werden euch auch noch erwarten. Mozzarella-Sticks und die Minis. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Schaut euch mal an, wenn ihr die mal findet. Hier seht ihr auch nochmal die Karamellbällchen. Könnt ihr am Airfryer machen, im Backofen. Sind vorfrittiert. Sehr, sehr lecker. So, ihr Lieben, jetzt habe ich den Junkfood Guru und Food News Germany wieder abgehängt. Aber wir hatten gerade noch ein bisschen gequatscht. Ja, war jetzt gerade schon mal zwischenzeitlich bei einem anderen Stand, aber ich wollte euch trotzdem mal ein bisschen was zeigen. Ich gehe aber nochmal zu diesem Stand zurück, wo wir vorhin waren, denn da gibt es nämlich auch ein paar Neuheiten, die ich euch nämlich noch zeigen kann. Ihr seht das mal ein bisschen Parmesan, Goldsteig, die kennt man auch. Kann ich gleich auch nochmal gucken, ob da hinten in dem Regal irgendwelche Neuheiten drin sind. Aber man weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt nochmal da hinten hin, denn ihr könnt es vielleicht sehen, was es da Neues gibt. Ihr seht es vielleicht jetzt schon oder nicht. Es ist zu hell, ich zoome schon mal ran. Seht ihr da so ein paar Minions? Da soll es nämlich neue Minion-Snacks geben. Und eins sieht ein bisschen aus wie ein Schoko-Fresh, nur mit Minions. Ob das was kann, weiß ich nicht. Ob es nach Deutschland kommt, weiß ich auch nicht. Aber ich schaue es mir jetzt mal genauer an. Ich mache euch nochmal eine Nahaufnahme. Wir laufen immer mehr drauf zu, dann kann ich euch das besser zeigen. Aber seht ihr das? Diesen Schoko-Bite Hazelnut-Snack. Den da. Der sieht doch aus wie ein Schoko-Fresh. Und dann gibt es noch so einen Bananensnack. Und ja, von diesen Minions-Produkten erwarten uns wohl einiges in nächster Zeit. Sowie auch unten diese Baileys-Geschichten. Müssen wir nur mal schauen, wann die in Deutschland auftauchen oder überhaupt. Ich frage mal nach und wir sehen uns gleich in einem anderen Teil vom Video wieder. So, und jetzt sind wir in einem anderen Hallenbereich. Wie gesagt, ich versuche euch von jeder Halle so ein bisschen was mitzugeben. Hier gibt es hauptsächlich gerade viel getrocknete Nüsse. Und Öle. Jetzt kommt zum Beispiel hier ein großer USA-Stand mit verschiedensten Produkten aus den USA, wo man jetzt vielleicht denkt, oh mein Gott, da muss er hin. Wenn ihr euch das aber dann anschaut, sind das alles so Produkte, die wir halt auch kennen. Also es ist gar nicht so, dass das gezielt Neuheiten sind, sondern Produkte, die ihr einfach ganz normal kennt. Und ja, die Messe dieses Mal, muss ich sagen, ist so ein bisschen ruhiger. Das habt ihr, denke ich mal, schon vielleicht in einer anderen Szene mitbekommen. Es ist nicht so viel los, wie ihr seht. Man kann hier wirklich sehr entspannt laufen. Aber man muss auch gucken, was es so an Produkten gibt. Ein paar Neuheiten waren schon dabei. Aber jetzt auch hier so ein paar Produkte, wo man eher so denkt, okay, das könnte jetzt auch ein amerikanischer Supermarkt sein mit diesen Candy Shops. Aber hier ist jetzt wirklich keine Neuheit dabei. Die stellen einfach nur ihr Standardsortiment vor. Und zeigen das dann einfach, wo jetzt nicht irgendwie der mega Überraschungsknaller dazwischen ist,
wo man sagen muss, das ist jetzt die Neuheit oder das ist jetzt keine Neuheit. Hier gibt es nochmal ganz viele Nüsse und Linsen und Co. Aber wir gehen mal hier in die hinteren Bereich. Guck mal, hier wird auch Magnum vorgestellt. Aber das sind auch, glaube ich, Magnum-Sorten, die wir alle einfach kennen. Ja, aber wir laufen einfach mal ein bisschen. Und ihr kriegt so einen Eindruck, was ich den ganzen Tag mache, nämlich rumlaufen. Und das 3 Tage lang. Ihr wisst nicht, wie viele Kilometer man hier wirklich mit dem Schrittzähler macht. Ich weiß aber gar nicht, ob der richtig zählt, weil ich meinen Trolley hinter mir herziehe. Und wenn man halt den Trolley so hinter sich herzieht, ist das immer so eine Geschichte. Dann zählt der Schrittzähler nicht richtig. Aber da habe ich halt alles drin. Und das ist eine Angewohnheit, die kann ich euch noch zeigen. So ein Ding ist das einfach nur. Da ist dann aber alles drin. Und wenn du halt Sachen doch mal mitbekommst zu mitnehmen, brauchst du keine Tüten schleppen. Hier gibt es noch ein paar Soßen. Tortilla-Chips. Aber man muss auch gucken, in welchem Bereich man dann sich bewegt. Hier ein paar Reese's-Produkte, obwohl das nicht Hirsch ist, die hier platziert sind. Aber die Messe ist halt für den ganzen europäischen Markt gedacht. Also hier trifft sich natürlich auch die Welt, auch Asien. Und hier versuchen natürlich auch amerikanische Firmen zum Beispiel, was ist nach, sagen wir mal, Bulgarien zu verkaufen oder nach Asien zu verkaufen. Darum stellen die hier auch diese Produkte vor. Aber hier seht ihr zum Beispiel, der Gang ist wirklich sehr, sehr leer. Und an den Seiten hat man gefühlt tausende Honig, sehr viele Olivenöle. Und ich kann euch sagen, so ein Stand ist auch nicht günstig. Also für 4 Tage so einen Stand zu haben oder 5 Tage, das kostet auch richtig Geld. Aber so ist das beim Messen. Das planen die Firmen natürlich auch ein. Aber ja, ich laufe mal weiter und blende euch jetzt erstmal ein bisschen was weg. Und wenn ich gleich wieder einen Gang sehe, der interessant ist, hole ich euch wieder zu. Ja, Lieben, ich bin gerade bei Bürger und da gibt es bald eine vegane Maultasche 2.0. Die ist leider noch nicht im Originalkarton da, kommt aber die Tage in den Handel. Die ist dann mit Fleischersatz. Und zusätzlich gibt es natürlich hier die bekannten Maultaschen, Gnocchis, Spätzle und Co. von der Marke. Hier gibt es dann auch vegane Schupfnudeln, was das für euch immer interessant ist, sind neu. Oder vegane Spätzle. Hier unten, auch falls ihr unten im Süden Deutschlands wohnt, gibt es bald auch einen veganen oder vegetarischen Fleischsalat. Den bekommt ihr aber nur da, den bekommt ihr den Rest von Deutschland leider noch nicht. Ja, sind wir mal gespannt, was die Produkte können. Ich laufe jetzt mal mit euch weiter. Ich habe mich hier schon verabschiedet beim Stand. Denn es ist immer nicht so einfach, wenn man halt quatscht. Hier gibt es auch Biere. Hier scheint man so ein bisschen, genau, Baden-Württemberg. Also wenn ihr in der Region Baden-Württemberg seid, da kriegt ihr den Fleischsalat. Jetzt sind wir so ein bisschen in der deutschen Ecke gelandet. Aber so halb nur. Nicht unbedingt. Aber ja, man guckt so ein bisschen, ein paar Stände scanne ich schon von Weitem ab und weiß schon, dass ich da nicht langlaufen muss. Aber das ist heute noch alles von Tag 1. Kann sein, dass ihr das Video aber an Tag 3 seht, also im dritten Part oder zweiten Part. Denn ich weiß noch nicht, wie ich die Videos dann zusammenschnippel. Ja, aber so kriegt ihr nochmal einen kleinen Eindruck. Made in Germany. Ups. Einmal ein Stückchen schneller laufen. Aber die deutschen Produkte sind manchmal ja immer noch ein bisschen interessanter, weil die können wir ja alle kaufen. Das ist ja immer schön, wenn wir die kaufen können. Aber wir sind noch in diesem gekühlten Bereich, bin ich hier mit euch unterwegs. Und da muss man natürlich immer ein bisschen schauen, dass man alles findet. Ich muss gleich nochmal in den Keksbereich. Da muss ich mich dann auch ein bisschen beeilen. Da hinten haben wir auch Ruf, da kann ich auch mal vorbeigehen. Das sind die mit ihren tollen High-Protein-Produkten, die mehr Zucker haben als Protein. Aber ihr seht auch, hier gibt es Forschungsstände, die sind richtig aufwendig aufgebaut. Aber ihr seht das, die Messenhallen sind endlos, ihr könnt hier endlos laufen. Und gefühlt werde ich in 3 Tagen auch nicht alles gesehen haben. Aber das Wichtigste, ich habe mir so einen Plan gemacht, welche Ecken interessant sind. Denn bei diesen reinen ausländischen Regalen, wo halt wirklich nur Sachen angeboten werden, die wir gar nicht kennen, da brauche ich jetzt auch nicht gezielt hinlaufen. Aber die Produkte, die kennt ihr auf jeden Fall. Die kennen wir alle aus dem Supermarkt. Auch die Baileys-Produkte. Obwohl ich hier was sehe, was, glaube ich, neu ist, oder? Kennen wir das schon? Baileys Chocolate Chips? Ich glaube nicht. Also hier scheint so Baileys Chocolate Chips zu geben. Da muss ich gleich nochmal nachhaken, ob die auch für Deutschland gedacht sind. Auch hier solche
Cream Choco Desserts. Hier die Creme Puddings, die habe ich auf Instagram schon mal vorgestellt. Ja, mal gucken, ob ich da mal was in die Hand von bekomme und rausfinde, ob die auch für Deutschland sind. Wenn ja, sage ich es euch noch. Und ich guck mal, was die sonst noch da haben. Denn da sind noch ein paar andere Sachen. Darum gehe ich jetzt erstmal wieder ein bisschen quatschen. Und ich quatsch euch gleich wieder zu. Ja, ihr Lieben, und da ist Tag 1 zu Ende von der Anuga 2021. Ihr habt viel gesehen. Ich hoffe, es war nicht ein bisschen erschlagen. Das war vielleicht nicht ganz, ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich es drehen möchte. Auch von den Produkten war ich jetzt so halb semi begeistert. Aber naja, das war der Tag 1. Morgen oder übermorgen kriegt ihr Part 2, so wie ich das mit den Videos hinbekomme und das ganze Material zusammengeschnitten bekomme. Aber wie gesagt, ich wollte euch nicht einzelne Parts geben, also ein ganzes Video geben. Das ist sehr einfach zu viel und erschlagend. Morgen werden wir in den Süßwarenbereich abdriften. Heute waren wir ja viel im veganen Bereich unterwegs. Dann gehen wir in den Süßwarenbereich rüber und dann ja, schauen wir einfach mal, was es da so gibt. Vielleicht finde ich noch ein paar andere Produkte. Ich habe auch gehört, dass ein Fernsehkoch da sein soll, der Herr Christian Lohse. Mal, ob ich den finde, weiß ich nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Mal gucken, vielleicht finde ich den ja. Ja, und wir sehen uns in eins der nächsten Videos. Ich danke fürs Zuschauen bei der Anuga 2021 Part 1. Wie gesagt, Part 2 kriegt er morgen, übermorgen. Und ja, es wird ein Part 3, denke ich mal, geben. Aber schauen wir mal.